Ja, Leute, herzlich willkommen zu den beiden. Heute haben wir für euch eine weitere Ultrasorte. Neuheit. Ultra Watermelon haben wir hier für euch. Contains no fruit juice. Sie geben damit an, dass es keinen Saft enthält. Ich finde das Design voll geil mit dem Feuerwerk. Ja, ich finde das cool, dass es auch direkt angeben. Dann kann man dementsprechend, ist man mit einer nicht so hohen Erwartungshaltung, geht man ja Sache dran. Ja, die Ultrasachen sind ja. Manche schmecken wirklich geil, also ich mag Ultra White zum Beispiel ziemlich gerne. Ja, aber die schmecken halt alle, also da merkst du wirklich den Süßstoff meistens raus. Und ich bin gespannt, wie sie den Watermelon umgesetzt haben, weil. Also Robin hat. Du hast. Ja, bevor wir rufen Robin gleich noch an. Robin hat gesagt, das ist der geilste Watermelon-Drink, den er je getrunken hat. Im Ernst? Du sagst doch immer, Watermelon ist doch immer so schwer nachzuempfinden. Richtig, weil Watermelon ist an sich einfach nur, einfach nur süßes Fruchtfleisch. Also du kannst diesen Watermelon-Geschmack eigentlich nicht mehr aufstellen. Das bin ich auch sehr gespannt. Ne? Aber das kannst du mal auf. Richtig, das ist ganz toll. Ach ja, auch der. Ja, hab ich ja schon gezeigt. Top, der Grüne, das gefällt mir, das sieht geil aus. Richtig. Gibt's den schon in Deutschland? Noch nicht. Ja, was ist so? Ja, normale Wassermelone, ne? Ganz normal. Wie jeder Wassermelonengeschmack. Geil. Aber die Farbe ist geil. Ja. Hey, sieht aber mega aus. So, Freunde, hinter mir ist. Boah, quietsche süße Wassermelone. Der ist quietsche süß, aber ich finde, der hat einen guten Geschmack. Also, der ist relativ fruchtig. Also da ist geschmacksintensiv. Wir könnten jetzt noch 5 Minuten weiterreden, aber es läuft doch eh darauf hinaus, dass wir Robin anrufen, oder nicht? Machen wir es einfach kurz. Wer ist denn Robin? Ja. Du fährst gerade, oder? Ja, ich hab's euch bei mir. Ja, okay, gut. Du bist ja sehr überzeugt vom Ultra Watermelon, ne? Was schmeckt an dem so geil? Oh, ich finde, der ist halt allgemein rund halt, sagen wir mal so. Also der hat ziemlich wenig Süßstoffabgang, der hat einen sehr schönen und nicht zu aufdringlich Watermelon Geschmack, aber auch nicht zu, ja. Billig, sag ich mal, wie so eine billige Energy. Also, ja, ich finde den allgemein sehr rund. Fühle ich eigentlich. Ich finde auch, der ist sehr süß trotzdem. Ne? Ich finde auch, der ist süß, aber geschmacksintensiv. Richtig. Ja. Also ich finde den ziemlich geil. Also ich kann nichts zu mehr einladen. Richtig, ich bin auch überzeugt davon. Sehr schön. Aber wenn das ist ja absolut scheiße. Also ich habe bei euch schön Schnee da. Richtig. Dass ich hier pisst, das in einer Spur, ey. Ehrlich? Matsche Pampe. Ja. Ja, ihr seid zu niedrig. Ich habe letzte Woche. Also kam Schnee trotzdem bei euch an? Ja. Aber der lag wahrscheinlich nur einen Tag. Ja, richtig. Das war nicht mal ein Zentimeter, das war kurz war das. Alter, bei uns waren es teilweise 10, 15 Zentimeter. Wir haben immer noch Schnee. Wir haben immer noch Schnee, Alter. Ich sehe das ja da im Fernsehen, aber die haben vor euch durchdrehen da am Brocken und so. Richtig. Viel Spaß, aber lasst es euch schmecken. Danke, danke. Bis später. Ciao. Diese Alien-Geräusche vom Bundesliga. Ja, weil er seinen Freisprecher anhat. Ja, wenn wir hier gesprochen haben, hat man uns doppelt gehört. Jetzt hier ein Bild von Robin. Genießt es. Nein, wo waren wir jetzt überhaupt? Aber, also ich, jetzt mal zurück hier zu dem Geschenk zu kommen. Ich finde aber, also so eine ganze Dose kann man sich halt echt schwer gönnen, weil. Ich glaube, es wird auch mal so lastig. Man hat echt einen Pappmaul dann davon, weil es so extrem süß ist auf Dauer. Ich meine, es ist sehr geschmacksintensiv, so, also es schmeckt schon gut. Ja, nach künstlicher Wassermelone ist es lecker. Aber es ist halt einfach so quietsche süß. Ja, aber ich fühle das, was Robin sagt. Es ist im Prinzip ein sehr solides Getränk. Eigentlich hat Robin mehr jetzt gesagt als wir. Ja. Es ist trotzdem der beste Watermelon, den ich kenne. Aber eine ganze Dose würde mir zu süß werden. Oder, wobei ich glaube, eine Dose würde sogar noch gehen fast. Also ich finde Watermelon immer schwierig. Wirklich. Also ich kenne keinen Anbieter, der Watermelon irgendwie so, also dass ich mir das holen möchte, so unbedingt. Klar schmeckt das auch nicht wie eine Wassermelone. Ja, ja. Warum muss ich es vormachen? Es ist kein bisschen was von einer Wassermelone. Aber es kommt am nächsten noch dran von allen anderen. Ich bin da generell auch nicht so der Fan von künstlicher Wassermelone. Noch nicht. Also wie gesagt, eine Dose kann man sich vielleicht mal geben, aber dann hast du ein Pappmaul davon. Wollen wir mal die Verlosung, dass die Nachbarn nicht reinbuschern können? Ja. Was gibst du dem?
Produkt? Na, 8 von 10. Ich glaube, das so ist viel, auch, ja? Ja, ich glaube, es ist auch im Robin-Sinne. Ja, keine Ahnung, ich gebe dem. Wassermelone ist halt irgendwie. Ah, das ist so süß. 6 von 10. 10 Stunden Nürnkett. Aber trotzdem finde ich, ist das eine gewisse stabile Neuheit. Ja, ich glaube, das kann man den deutschen Markt bereichern. Kann man trinken. Ist ja ohne Zucker, also dementsprechend auch kein schlechtes Gewissen, aber. Oh. Ja, aber wie gesagt, ach, was ist es, schon, es ist halt. Es ist so süß, es pappt schon nach einer ja, Zeit. Ja, ja. Das ist wirklich auch. Der Film legt ja mit Zunge ab, ne? Bin ich. Das ist ein bisschen weirdo. Aber gut. Ja, willst du das Video wieder beenden? Oder? Ah, ja, okay, ich kriege auch mal was anderes zwischendrin. Das nächste Video wird C4 sein. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Das war die Abmoderation, oder was? Ja.